So, guten Morgen meine Lieben und willkommen zu Vlog 2, zu Tag 2 meines Prag-Aufenthalts. Ich bin jetzt gerade unten in der Lobby und warte jetzt auf meine Mom und meine Tante und meinen Onkel und dann gehen wir schön lecker frühstücken. Übrigens kann ich euch helfen, gerade wenn ich jetzt schon das Video in die Lobby zeigen. Was ich eigentlich ja gestern zeigen wollte, aber habe ich es ja im Video erklärt, was passiert ist. Da hinten ist ein Aquarium, das ist leider auch Stadtrundfahrt, habe ich gerade gehört, mit dem Hop-on, Hop-off. Thank you.
when I'm sleeping. Like, come on, picture. It's a video. Wir warten jetzt auf einen Bus. Und warum? Weil der Bus zu voll ist, gell? Ja. Zu viele Menschen in Prag. Nein, zu viele Deutsche, kann man sagen. Es sind hier schon viele Deutsche, gell? Doch, gestern. Mhm. In diesem Touristengeschäft. Die kamen, glaube ich, sogar aus der Schweiz. Also anscheinend heißt es, dass wir den nächsten Bus jetzt bekommen. Wir sind VIP, wir müssen dann unseren Namen sagen und dann dürfen wir mitfahren.
Nein, nur der hintere. Ach so. So, wir gehen jetzt auf den jüdischen Friedhof. Eigentlich muss das auch so. Ich meine, das ist ja. Jetzt sind wir hier. Da sind sowieso keine Leichen mehr drunter. Das ist bestimmt alles schon. Ich muss nach Paris gehen in die Katakomben. Oh, ja. Wart ihr da schon? Da gibt es auch den Film. Richtig heftig. Under the Charles Bridge, we will turn and sail downstream. Our cruise will finish at the same pier where we are starting now, i.e. again at the right bank. In many other languages, you can say Moldau or this river often freezes very quickly, and in early spring, when it melts, the ice.
gestern sind wir ja von da hingekommen. Ja, aber eine Brücke haben wir noch. Eine Brücke haben wir noch. Das ist echt wie Ikea. Was voll heftig ist, es gibt hier in Prag so viele Straßenbahnen, das ist abnormal. Ich habe sowas noch nie gesehen und vorhin war hier auch irgendwie ein kleiner Unfall oder Stau oder irgendwas. Da mussten wir alle aussteigen und die ganze Stadt war überfüllt mit Straßenbahnen. Ich dachte mir so, mein Gott.